Fly me to the moon, let me play among the stars. Seit 2013. Ich habe einen Studienplatz, Medizinstudienplatz bekommen in Universität Halle. Aber finanziell war für mich nicht möglich, weil nach 2 Jahren, ich finanziere mich selber von Anfang bis jetzt, und nach 2 Jahren war nicht möglich, dass ich alleine lebe, weil ich habe ja Au-pair gearbeitet, da habe ich mit einer Familie gelebt, da muss ich keine Miete zahlen und so weit essen, das ist alles da. Aber wenn ich studiere, dann muss ich umziehen, ich muss dann Wohnung zahlen und alles selber zahlen und noch nebenbei studieren, und das war nicht möglich. Und dann habe ich mich abgemeldet und habe mich dann bei einer Au-pair-Agentur in Österreich angemeldet, und dann habe ich dann eine Familie kennengelernt und habe ich dann einem Jahr nochmal in Wien als Au-pair-Mädchen gearbeitet. Ich bin dann 4 Jahre in die Schule gegangen, und diese Schule ist in Marschallgasse, das ist Abendgymnasium Graz. Und ja, also vor einem Jahr habe ich dann Matura gemacht, und jetzt befinde ich mich im 2. Semester an der KF-Uni für Erziehung und Bildungswissenschaft. Ich habe mich immer mit den Kindern beschäftigt, und das ist der Grund, warum ich dieses Fach gewählt habe, weil ich habe gedacht, ich werde die Kinder unterrichten, und möchte auch als Mama sein. Ich möchte auch wissen, wie die Erziehung und Bildung so ausschaut in allgemein. Deswegen habe ich das Studium ausgesucht. Erste ist die Sprache. Sprache war für mich oder ist immer noch eine große Herausforderung, weil Sprache sehr wichtig ist, und mit Sprache kann ich auch sagen, was ich denke, was ich will, und auch, dass ich sie auch verstehe, die Menschen hier. Ich möchte sie auch verstehen. Ich brauche mehr Zeit, umzulernen, weil ich viele Wörter nicht kenne. Deswegen, ich muss sie übersetzen. Aber heutzutage gibt es viele Hilfsmittel. Ja, es ist alles machbar. In Wirklichkeit, ich habe alles selber gesucht. Das heißt, um hier zu leben, um hier zu studieren und alles Mögliche, muss ich natürlich arbeiten. Und ich bekomme zum Beispiel keine Hilfe von der Stadt. Und ich muss selber suchen, ich muss mich selber finanzieren. Aber was ich sagen möchte, die Leute, die ich begegne und die mir nähe ist, die hat mich natürlich unterstützt, indem sie mir ein Gefühl zu Hause zu sein. Ich bin bei ihnen wie zu Hause. Nicht wirklich hatte ich ein Vorbild damals als Kind. Aber wenn ich daran denke, wie meine Kindheit war, ich weiß nur eins, dass meine Eltern immer für mich da waren. Ich habe nicht gedacht, dass ich so weit gekommen bin. Ich weiß noch damals, ich war noch 18, ich kenne die Welt gar nicht, außer mein Zuhause und meine Familie. Aber trotzdem, dass ich in dieser Position bin, wo ich denke, genau das, was ich will, ich habe es schon geschafft. Und ich bin sehr dankbar und ich bin sehr stolz darauf, dass ich meine
meine Ziele oder meine Hoffnungen nicht aufgegeben habe und tue, was ich für richtig halte. Und ja, es ist ein Wahnsinn, was ich da schon alles durcherlebt habe. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich nicht so leicht aufgegeben habe. Erstens, was ich sagen möchte, egal was du tust, tu einfach. Tu einfach und erlebe es. Hab keine Angst. Wenn du das nicht tust, dann weißt du nicht, ob es gut oder nicht ist. Man sollte einfach seinen Traum leben und einfach tun, was sie tun möchte und recherchieren, was man wirklich will und sich vorbereiten natürlich. Und ich sage es immer, die Sprache ist sehr, sehr wichtig. Bereite dich vor, dass du die Sprache gut kann und damit du keine Schwierigkeiten hast. Und ja, einfach dich gut informieren und dich vorbereiten. Beruflich möchte ich selbstständig sein. Jetzt bin ich so weit weg von zu Hause und umso mehr habe ich dieses Gefühl, dass das mein Zuhause doch sehr wertvoll ist und ich möchte irgendwie für meinem Land was geben. Ich habe gedacht, ich möchte sehr, sehr gerne im Bereich Bildung was machen. Entweder ich gebe Unterricht oder werde ich wahrscheinlich eine Bildungsminister. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.